Hallöchen Leute und willkommen zurück zu FIFA 19 The Journey. Weiter geht's mit Danny the Williams Williams. Mann, war das peinlich. Der Boss will, dass ihr an den Standards arbeitet. Ihr wisst, was Sache ist. So, okay, Standards. Welche denn? Flanken in den Strafraum? Kein Standard. Gut, 11 Meter. Oh Gott, stimmt, die sind in FIFA 19 ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, dem Sven von Peatsmeet. Ja, dem Sven, nicht dem Sepp. Habe ich ein bisschen zugeguckt und er meinte auch, dass er überhaupt nicht mit den Elfmetern klarkommt. Zack. Oh, nee, nicht zu dem, anderen. Zu ihm, genau. Der gerade läuft. Genau er. Ja, gut, ja. Okay, dann zu Salah. Oder auch nicht. Ach stimmt, ich muss so schnell wie ich nur kann, ne? Bam! Alter, wenn der reingegangen wäre. Halleluja. Jo! Alter Falter, ey. Das war geil. Boah. Jo, wen flagge ich denn da die ganze Zeit an? Okay, Fabinho. Na gut. So, weiter geht's. Was ist die nächste Disziplin? Elfmeter-Duell. Okay. Alter. Ja, schön. Achso, ich kann theoretisch jedes Mal in dieselbe Ecke schießen. Ja, gut. Wie weit habe ich denn bitte nach links gelenkt und wie weit schießt er nach links? Alter. Geht doch. Okay, noch ein Versuch. Yes. Sogar direkt auf exzellent. Ja, gut. War zwar eigentlich nicht so stark. Ich glaube, was ist so eine gute Quote, zumindest im Training für Elfmeter? Keine Ahnung. Okay. Fand ich aber übrigens interessant. Ich habe mal so ein bisschen immer wieder mal Bundesliga geschaut. Die Bundesliga-Sendung von Rocket Beans. Oh, jetzt kommt das große Williams-Duell. Gut, dann erzähle ich mal schnell zu Ende. Und da gibt es unter anderem Ralf Gunesch als Experten. Der war bei St. Pauli, glaube ich, mal in Verteidiger. Und auch irgendwo anders. Fällt mir gerade aber nicht ein. Aber gut, wie dem auch sei, die haben auch ein bisschen über Elfmeter gesprochen. Da meinte er, ja, wie würdest du den Elfmeter trainieren lassen? Wo der andere gesagt hat, ja, einfach mal hinstellen und 100 Elfmeter schießen lassen. Da hat er gesagt, nee. Du lässt die Leute trainieren, bis sie platt sind und dann lässt du sie erst die Elfmeter schießen. Weil wenn das Elfmeterschießen zum Beispiel am Ende der 120 Minuten Spielzeit kommt, klar, dann sind die auch nicht so taufrisch und schießen dann ihre Elfmeter, wie sie am Anfang des Trainings schießen würden, sondern wenn schon eher am Ende des Trainings. Und jetzt legen wir los und ich bereite mich schon mal vor, die Facecam wegzumachen. Oder auch nicht. Oder doch. Oder nicht. Oder doch. Heftig, oder? Weihnachten bei den Williams. Wird ganz sicher ein Spaß. Alter, der hat aber auch so ein schön arrogantes Grinsen, ne, direkt. Da würde man schon ganz gerne mal ein Spiel gegen ihn gewinnen. Nichts Gewalttätiges, nein. So, legen wir los. Ach, stimmt, wir spielen auch unter anderem gegen Neymar. Okay, wo spielt der andere Williams? War Danny Williams, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nicht irgendwann zentraler Mittelfeld- oder zentraler defensiver Mittelfeldspieler sogar? Aber klar, für so einen Modus musst du halt natürlich irgendjemanden haben, der eher in der Offensive ist, weil sonst ist es halt nicht allzu episch, wenn du den zentralen Mittelfeldspieler spielst, sondern eher, wenn du die Tore selbst machst. Klar. Deswegen, dafür ist es halt natürlich besser, für die Dramatik. Ach stimmt, Mbappé ist auch am Start. Puh, Alter. Torwart? Ich brauche noch ein Stündchen. Lass mich mal. Ja, aber keine Ahnung. Es ist ja schon ganz nett, dass man jetzt sagt, so ja, okay, es gibt eine gewisse Rivalität unter Brüdern und so. Aber mir wäre eine Erklärung etwas lieber. Warum? Warum mögen die sich nicht?
Na, du hast mir als kleiner Junge immer meine Cookies weggefressen. Deswegen bist du auch so fett und kein so guter Spieler wie ich. Boah, ja, schade. Ah, mit Mané, na, war okay. Hätte ein bisschen besser sein können. Puh, okay. Na, Mist. Schade. Möchtest du auch ein bisschen nach vorne spielen oder eine halbe Stunde lang im Mittelfeld rumpassen? Alter, nur die Passquote hochtreiben bringt auch nichts. Weißt du, da kommt irgendwann so ein Fehlpass und dann war es das auch ganz schön schnell. Sehr schön. Oh, echt schade, ey, aber die Lücke war da. Gigi Buffon hält das Ding aber. Steht er mittlerweile in der Startelf beim PSG? Ich schaue die... Gut, ich sag so, als würde ich die Bulli-Spiele alle schauen, aber... Nee, insbesondere international gucke ich mir das halt kaum an. Yes! Bam, frisst das, wie auch immer, mit Vornamen heißt Williams. Also der andere. Alter... Geiles Ding. Sehr schön. So, zack. 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 Lücke super gesehen. Kein Abseits. Perfekte Vorlage. Schönes Tor. Ja, weiter geht's. Ja, was ist los, Paris hier? Oh. Nein. Ich dachte erst, er passt zum anderen, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass ich den Ball habe. Oh, Mist. Der Schiri darf kein Rot tragen. Warum tut er das? Also, aus meiner Sicht darf er kein Rot tragen. Das irritiert ein bisschen. Und der läuft überhaupt nicht mit, ne? Oh, komm schon. Baby! Bam, Alter. Frisst das, Williams. So, komm, den... Nee, das war ein anderer Jubel. Ja, okay, gut. Egal. Wollte den triggerndsten Jubel machen. Ja, aber hey, was sagt der andere jetzt? Sehr schön. Nein, ich wollte zu Henderson passen. Ach, schade. Aber so ganz leichten Knick nochmal machen, damit ich eine passende Linie habe, damit mir da kein Verteidiger im Weg steht. Stand aber schon beim Knickmachen im Weg. Schade. Oh. Hey. So, Neymar, komm, leg dich hin. Easy. Oh, okay. War noch abgefälscht. Bam. Habe ich ja gerade noch einen Abzug bekommen, weil ich den Ball verloren habe? Ja, gut. Verständlich. War halt aber natürlich eine Situation, wo ich nicht so viel machen konnte. Die Ballannahme von Williams ist halt so... Naja, egal. Bewertung ja von Williams und nicht von mir als Spieler. Ist aber auch echt immer lustig, wie Lili und so in den Cutscenes auftauchen, aber nie irgendwie im Spiel zu sehen sind. Boah. Es wäre halt geil, wenn man irgendwann wirklich eine Story hätte. Sorry. Wo die ganzen realen Spieler auch Rollen spielen. Ich weiß, es würde das Budget ziemlich in die Höhe treiben, aber... Hey, wenn du einen geilen Story-Modus hast. Und gut, die schauspielerische Leistung. Na, wobei,
Es hat ja sowieso so einen leichten B-Movie-Charme. Ich meine, so richtig krass ist die Story nicht. Schauspielerische Leistung jetzt auch nicht. Na, ja, wenn ich es mir so überlege, es wäre schon ganz geil, wenn die wirklich die tatsächlichen Spieler alle mit reinkriegen würden. Wupp, wupp. Auf geht's, Salat. Grillteller mit Salat. Oh, verdammt. Da wollte ich mit Williams den nächsten Treffer erzielen. Oh, jetzt kommt er. Ja, was gibt's, Kloppo? Also, mindestens zwei Chancen rausholen. Vier haben wir sogar rausgeholt. Ja, nice. Du spielst wirklich, wenn ich Flanke drücke, einen Kopfball in die Mitte. Nice. Oh, schade, ey. Fast. Das ist gerade das absolute Flipperspiel. Dass der noch angekommen ist. Alter! Komm jetzt aber mal. Doppelpack. Bam, 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 bam. Ich freue mich gerade voll, weil wir Danny Williams Bruder voll fertig machen, ey. Wer ist er? Jetzt kommen alle, die sich mit Fußball mega auskennen. So, oh. Jetzt kennt er Fabinho nicht. Dabei hat er ihm noch im Training zugespielt. Oh Gott, wie süß. Sorry, Leute, aber irgendwie habe ich einen Staubkorn verschluckt. Was mit Mané? Alter. Das Tor will ich bitte nochmal in der Wiederholung sehen. Moment. Ja gut, das ist nur der letzte Schritt, aber wie oft wurde ihm der Ball fast abgeluchst und der hat sich trotzdem durchgesetzt. Also, ja. Also, ich gebe dem Bruder von Danny Williams mal den Tipp, lieber erstmal tief stapeln, ne? Das ist echt, glaube ich, ein ganz guter Tipp, den man jemandem geben kann. Weil sonst fliegst du echt nur aufs Maul. So, schön. Oh, traumhaft. Na, jetzt will ich aber mit Williams auch den Dreierpack haben. Ich meine, ey, Leute, es geht gegen seinen Rivalen, also. Boah, jo, Alter. Mbappé raus. Ja, klar, da werden die auf jeden Fall jetzt vier Tore schießen, wenn die Mbappé rausnehmen, ne? So, Leute, wir liegen mit vier Toren zurück. Wir brauchen ein paar Tore. Was sollen wir machen? Ja, nimm mal Mbappé raus. Ich kann den ja fürs nächste Spiel schonen. Da habe ich komplett schon in Richtung Williams geguckt. Komm her! Danke. Ich mag KIs, die auf einen hören. Schade. Ja, komm. Ja, nein, schade. Jetzt aber. Nein. Ach, schade, Mann, ey, verdammt, schade. Egal, 4-0. Geiles Ergebnis.
Boah, wir werden ausgeruht, aber das ist für uns eine Genugtuung. Tja, was sagst du jetzt, lieber, mein Lieber, ne? Was hat der eigentlich für eine Nummer? Da habe ich nie drauf geachtet. Beeindrucke den Boss. 10 out of 10. Jetzt vielleicht eine Cutscene? Ich mach schon mal meinen. Das Spiel in der Champions League gegen ihren Bruder. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu schlagen? Also, ehrlich gesagt, waren wir heute das bessere Team. Unsere Taktik war besser, wir waren hungriger, entschlossener. Also, von daher war das verdient. Und das Duell hat echt Spaß gemacht. Also für Sie beide ein unvergesslicher Moment? Naja, für ihn vielleicht nicht so, er hat ja verloren. Stimmt. Ja. Bis zum nächsten Mal, Danny. Stimmt. Ja, klar. Das ist auch gut. Reporter, der irgendwas sagt, der andere so, nee. Oh, hast recht, ja, stimmt. Hab ich schlecht recherchiert. Ja, nee, aber das ist, also ich sag mal so, eine krasse Niederlage ist eigentlich auch so gut wie unvergesslich, oder? Warum kommt hier die Tabelle der Premier League? Wurde ohne uns weitergespielt? Weil ich kann mich nicht an zwei Unentschieden erinnern. Oh, okay, immer noch keine Cutscene. Wahrscheinlich müssen wir jetzt, jawohl, wechseln. Okay, ab geht's zu Kim. Ja, der Abschnitt mit Danny hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt USA gegen England. Jo, mal schauen. Also, fand's auch übrigens gerade ziemlich cool, die Reaktion von ihm. Weil es halt wirklich so eine Down-to-Earth-Reaktion war. Weil die anderen beiden Optionen, die wirkten halt echt so ins Extremgehende. Wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, was es bitte heißen soll. Ja, wir hatten Glück oder das war Glück. Weiß nicht, nee, das sagst du doch nicht nach einem Spiel, dass du vor allem 4-0 gewonnen hast. Insofern, das war eine sehr, sehr, sehr gute Antwort, finde ich, zu sagen, ja, wir haben einfach das bessere Team gehabt. Das ist keine Ahnung. Heute gibt's Vorlagen in den 16er. Einfach perfekt. Versorgen wir die Stürmerinnen optimal, okay? Okay. Ab geht's. Schau hin! Los! Boah, schade. Nein! Ach, Timed Finishing brauche ich ja jetzt, ne? Herrlicher Pass! Ja, jetzt! Haha, stimmt. Ja, gut, ich kann ja doch passen. Okay, jetzt nicht mehr. Boah. Okay, das war jetzt ein Timed Finish, glaube ich. Das war einfach nur im letzten Moment gedrückt. Ja, aber exzellent. Tja, schießt ein Tor. Ich glaube, um auch nochmal die Elfmeter-Frage von zuvor zu Ende zu bringen. Ach komm, nur Flanken? Ja, okay, gut. Um die Diskussion von vorhin zu Ende zu bringen, ich glaube, bei Elfmetern wäre man nicht mit so einer Quote zufrieden, sondern würde schon erwarten, dass man, keine Ahnung, sagen wir mal von 10 mindestens 9 reinhaut. Alter. Guter Pass. Danke. Ja komm, ich mach's nochmal. Ich wusste am Anfang nicht mal, dass ich flanken muss. Hat zwar nur eine Flanke verändert, aber ich will es nochmal probieren. Klasse Pass! Klasse Pass! Ja, es war wieder zu früh gedrückt anscheinend, oder? Hinschauen, komm! Ja, es war okay gedrückt anscheinend. Man sieht es anhand dessen, wie das beim Pfeil aufleuchtet. Alter, das war krass. Ja. Ja gut, der eine Schuss, der war ordentlich. Wie ist aber genau das Timing? Muss ich, wenn der quasi schießen will, wenn der Charakter schießen will, oder ein Ticken davor? Das ist halt so die Sache. Da kommt halt was Neues dazu und du weißt noch nicht so, wie du das machen musst. Aber ist auf jeden Fall eine Gameplay-Neuerung. Insofern, ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, wenn Leute immer sagen, ja, da verändert sich halt nie was. Weil irgendwie hat sich wohl doch was verändert.
Du bist berühmt. Warum zur Hölle ist das nerdig, wenn du sagst, das ist meine Schokoladenseite? Das ist das Gängigste, was du machen kannst. Oh, ich mag es, ja. Den Sabba hättest du rausschneiden können. Ich bin noch ein echter Noob. Du machst dich aber echt gut. WLAN im Flieger ist super. Was ist? Schule. Ein Teil der Prüfungen musste ich vorziehen. Den anderen Teil mache ich nach der WM. Autsch. So ist das Leben. Steht dein College schon fest? Gibt's Angebote? Mir gefallen Angebote von Stanford und UCLA. Aber mein Dad möchte, dass ich Berkeley nehme. Er sagt, das Film- und Medienprogramm ist dort toll. Cleverer Dad. Ja. Weißt du, es hat sich viel geändert. Als ich noch jung war, gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Sofort nach der Highschool ein Profi werden? Macht was her. Ja, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch mit diesem nerdig und keine Ahnung was. Ja, Bild ist schon ganz nett. Jep, das bin ich. Es gibt... Ey! Okay, da. Jep, das... Wer pennt, flennt. Puh. Rache ist Blutwurst, vor allem auf Social Media. Rache ist... Warum? Warum? Was ist denn jetzt los? Wie geil ist das denn? Ach so, ich soll ihn reinspielen. Oh, knapp. Wie gut ist das denn bitte? Ich dachte erst, ich soll ihn rüberspielen, aber... Komm, 1600 Punkte, easy. Ja, wir haben's. Bam. Tja, morgen. Das morgen geht's vielleicht besser. Das ist der große Moment. Der letzte Wurf der Mülleimer-WM. Es steht 36 zu 36. Hunter geht an die Linie für den Siegtreffer. Der Druck wird unerträglich. Ja! Oh Mann. Wer ist das? Hi. Dad. Ja, Harold. Ist Kim da? Dad? Nachher ein Rematch? Nee, ich muss lernen. Sei pünktlich zum Meeting, sonst brummt dir die Silver ein Straftraining auf. Sir, yes, sir. Du hast dich ja gut eingelebt. Ja, Alex ist klasse. Apropos, dein Bruder hat angerufen. Er kommt zur K.O.-Runde vorbei. Ja, wenn wir die erreichen. Nur durch deine Teilnahme hier hast du schon gewonnen. Vergiss das nicht. Selbst wenn du verlierst, hast du gewonnen. Mal wieder, was ist das jetzt fürs Nerd? Das ist doch nichts Nerdiges, oh Gott. Ich will aber nicht nur teilnehmen, Dad. Ja, schon klar. Aber setz dich bitte nicht zu stark unter Druck, ja? Du bist 17, Kim. Du findest dich noch nicht zurecht und hast noch viel zu lernen. Ich will bloß allen beweisen, was ich kann. Das wirst du auch. Aber hab Geduld. Geduld ist nicht meine Stärke. Also, hast du dich schon entschieden? College? Gibt's noch eine andere Entscheidung? Ja, ich meine, nein. Ich habe viel darüber nachgedacht. Berkeley sieht super aus. Sehe ich auch so. Aber ich dachte, ich meine, wie wäre, was, wenn ich direkt Profi werde? Ich habe mit Alex gesprochen und sie sagte, die Chancen heute sind Profi? Wirklich... Wo? Doch nicht etwa in Seattle? Das war doch sicher nicht ernst gemeint, Kim. Die haben uns angesprochen, weil sie es so meinten. Sie wollen bei dir nur oben auf der Liste stehen, wenn du mit dem College fertig bist, ist doch klar. Die wollen dich mit Sicherheit nicht jetzt. Das würde mich echt überraschen. Du solltest besser nicht vergessen, dass es noch was anderes gibt als dieses Turnier.
Ich gehe jetzt zu meinem Meeting. Hallo? Was wollte dieses letzte Hallo? Ja, soviel zum Thema Familien und Meeting, ne? Das haben wir ja oft genug durchgekaut. Ich muss übrigens sagen, es ist sehr irritierend, dass sie Alex heißt und Alex Alex heißt. Erhält Kim mehr Follower und eine bessere Trainerwertung? Gut, es ist natürlich cool, wenn die... Okay, warte, Partnerschaft, 2 Einsätze, jeweils 3-0 Tore, 2-2 Vorlagen, Vorlagen zur Partnerin. Sie hat mir 2 gegeben. Danke, Alex. Ist ein bisschen irritierend, dass sie Alex heißt und Alexander Alex heißt. Deswegen dachte ich erst, Alex ist klasse, was? Hä, hey, nach der einen Szene? Ja, okay, gut. Paris, Passstaffette, Pässe aufs Ziel. Ja, machen wir mal. Ja, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz nett umgesetzt, wie die im Hotelzimmer halt einfach ein bisschen rumgeblödelt haben. Heute geht's um Ballbesitz und Pässe. Okay, let's go. Okay, alles klar. Ich frage mich, wie sehr man das versemmeln muss, damit man... ...kein A bekommt. Oh. Ah, schade. Ah, komm, Mann, warum? Egal, wir sind schon längst bei Exzellent, aber es macht Laune. Jawohl. Schön. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, komm, AA. Apropos, ich muss jetzt aufs Klo... Nein. Es freut mich. So, weiter geht's. Komm, jetzt will ich mal die Partie spielen. Ohne irgendwelches Blabla und keine Ahnung was. Erste WM-Partie. Wird doch cool, oder? Cool, Telepathie. Oh, ja, jetzt wollte ich hochdrücken. Ist die Maus hier irgendwo? Nee. Okay. Ach, wir sind Auswechselspielerin. Oder Einwechselspielerin. Okay. Wir sind die Nationalmannschaft der USA. Der amtierende Weltmeister. Und das bedeutet, dass alle anderen Teams in diesem Turnier bemüht sind, uns zu stürzen. Aber das werden wir nicht mitmachen. Wir sind fokussierter und entschlossener als alle anderen Teams bei der WM. Wir haben eine erfahrene Aufstellung. Fehler, Unkonzentriertheiten und Nachlässigkeiten dürfen wir uns nicht leisten. Heute setzen wir ein Ausrufezeichen. Hunter, vielleicht kommst du später rein, um uns frische Beine, frische Ideen zu bringen. Also los, Ladies. Frische Beine, frische Beine. Okay. Ja, warum auch immer. Wenn wir auf der Bank sitzen. Keine Ahnung. Aber die Wertung von den meisten ist echt krass. Vor allem Morgan 87, genau wie Sauerbrunn in der Verteidigung. Rapinoe. Die ich ja kritisiert hatte, dass sie so langsam ist, hat 89, alles klar. Ja, nice. Ja, legen wir los. Okay. Auf geht's. Jetzt bin ich mal ein bisschen aufgeregt. 7,0. Warte mal, ist der Boss nicht eine Frau? Eigentlich? Ja, erziele ein Tor. Rodriguez geht raus wahrscheinlich. Wir gehen rein. Wir führen schon 2-0. Wie lame ist das denn jetzt bitte?
Na. Die passt doch zu Hunter, Mann. Die stand perfekt. Ey, sorry, aber da stand sie halt wirklich perfekt. Oh, Mann. Ich reh mir auf, guter Versuch. Oh, Minuswertung. Ja, ich probiere jetzt mal erstmal nichts Gravierendes mit Kim. Obwohl wir halt das Spiel halt 2-0 führen. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht auf Kim auslegen sollten. Perfekt, die stand nicht mal im Abseits. Oh, schade. Oh nein, das war perfekt. Ey. Gib mir den Ball, danke. Oh. Ach, das war Abseits oder was? Ah, schade. Gut, weiter geht's. Egal, 6,4 ist auch recht ordentlich. Bis zum Spielende kriegen wir das noch hin. Erstmal ein 7,0 Rating erreichen wäre auch schon mal genug für mich. Nicht toll. Da war ich ein bisschen zu. Habe ich ein bisschen zu viel erwartet von dem Pass. Naja. Alter, yo, also, sorry. Die kann doch nicht einfach so am Ball vorbeilaufen. So, huch, ich habe mich um 2 Meter verschätzt. Der Ball ist ja direkt an mir vorbeigerollt. Wie konnte das denn nur passieren? Ja, gute Frage. Kim, möchtest du auch vielleicht nach vorne? Oh, das sollte eigentlich gar nicht dahin gehen, aber... Trotzdem schönes Ding! Oh! Schade, 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 schade. Ja, ey, geil, ey. Kirby. Geil. Jo, wir schreiten David im Hintergrund rum. Kirby ist super. Kirby's Epic Yarn. Hui. Der sollte eigentlich direkt zu Hunter gehen, aber egal. Also ohne diese eine Zwischenstation. Jo, komm! Na, yes! Toller Kopfball. Komm, das war ein Tor, Mann. Du kannst auch... Okay, gut, ich habe den Depp aus Versehen gemacht. Ich habe alles Mögliche gedrückt am Controller und das ist der Depp geworden. Sorry. Ja, geil, ey. Da denke ich mir auch noch, ja Mist, ey, jetzt habe ich nicht mal die 7,0 geschafft und zack, ist die 7,0 drin, Tor. Of added time. Ja, alles hervorragend jetzt. Nee, warte mal. So machen wir's. Okay, noch nicht geklärt. Könnt ihr aufhören? Danke. Schön. Also.
Was sagt das Rating? 7,7 natürlich, aber ist der Chef sonst zufrieden? Oder der Boss? Ja, oh, die sieht aber auch echt ein bisschen aggressiv, hier gewaltbereit aus. 7,7, erziele ein Tor geschafft und gewinne das Spiel. Gut, letzteres hätten wir eh hinbekommen. Aber geil, alle drei Ziele erfüllt und damit gibt es eigentlich keinen Grund mehr, uns auf der Bank hier schimmeln zu lassen. Sondern wir können eigentlich die frischen Beine von Anfang an bringen. Ach, da gab es irgendeinen Kritikpunkt, oder? Abseits wahrscheinlich, ja. Ah, jetzt gibt es wieder ein Interview. WM-Debüt. Und das mit nur 17 Jahren. Unglaublich. Wie fühlt sich das an? Ich spiele mit meinen... Okay, das klingt wirklich sehr, sehr seltsam. Wenn auch nicht nerdig. Hier gehöre ich hin. Ich will dem Team helfen. Ja, hier gehöre ich hin. Wissen Sie was? Es fühlt sich gut an, auf diesem Niveau zu spielen. Ich würde am liebsten gleich wieder da raus. Was war das Herausragendste? Ist klasse, wenn man trifft und noch gewinnt. Es war ein traumhaftes Debüt. Ja, war phänomenal. Also das heutige Spiel ist ja sicher sehr wichtig für Sie. Daher die Frage, möchten Sie jemanden zu Hause grüßen? Dafür habe ich keine Zeit, im Ernst? Was sind das für Aussagen? What the hell? Wollen Sie auch was zum Spiel wissen? Ah. Okay. Oh, leider ist unsere Zeit für heute um. Kim Hunter, Gratulation zu Ihrem Debüt und viel Glück beim nächsten Spiel. Danke. Ich verstehe. Ja, man möchte halt immer wieder damit implizieren, dass es nur um Alex Hunter geht und nicht um sie. Ja. Ja, ist aber, finde ich, zu sehr mit dem Holzhammer draufgehauen, ne? Weiß nicht, das muss halt auch nicht so sein. So, was haben wir hier? Beschleunigung, Antritt. Wow, die ist ja echt flott, ne? Antritt 81 hat sie im Moment. Die würde 83 haben. Und sogar fast 84 im Training würde sich das eventuell sogar tatsächlich, ja, ändern. Abseitsfalle über Listen oder Kopfballgenauigkeit. Ja. Machen wir mal die Kopfballgenauigkeit. Falls wir wieder mal über Flanken kommen. In diesem Spiel hätte uns das eventuell weitergeholfen. Es war nämlich recht knapp mit dem einen Tor noch. So. Ja, Leute, damit würde ich sagen, schließen wir die Folge an dieser Stelle ab. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei FIFA 19 The Journey. Haut rein.